Unterstützer gehabt, die ich hier oben auf dem Podium herzlich begrüßen darf, den Landrat unseres Mühlenkreises, zu meiner Linken Dr. Ralf Niermann, den Bürgermeister der Stadt Minden, Michael Buhre, herzlich willkommen, den Leiter des Regionalforstamtes Ostwestfalen-Lippe, Franz Stockmann, und last but not least den Vertreter der LWL Archäologie und gleichzeitig noch Vertreter der Gesellschaft zur Förderung der Archäologie in Ostwestfalen, Herrn Dr. Werner Best. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an die Stadt Porta Westfalica und der Liegenschaftsbereich vom LWL. Leider kann heute aus diesem Kreise kein Vertreter dabei sein. Über Jahrhunderte hat sich hier Geschichte abgespielt. Daran knüpfen wir heute hier auch an, ob mit Wilhelm I., ein Stück weit verklärte Geschichte auch, sage ich mal, oder auch dunkle Seiten der Geschichte. Jetzt ein Außenlager des KZ Neuengamme gegeben. Hier sind Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Also es gibt eine ganze Menge, was man auch geschichtlich hier festmachen kann. Und ja, das verbinde ich mit dieser Gegend hier. Das ist ein Stück Heimat. Anlass der feierlichen Eröffnung dieses heroischen Denkmals einige Gedanken über unsere erhabene Nation zu äußern. Wir haben dieses Denkmal errichtet als ewiges Gedenken an unseren geliebten Kaiser Wilhelm I., dessen Name und Taten für immer mit der Begründung unseres geliebten Vaterlandes, unserem herrlichen Deutschen Reich, verbunden sein wird. Wir befinden uns ja hier jetzt auf historischem germanischem Grund und wir stellen ein Römerlager in der augusteischen Zeit nach, also in der frühen ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und zwar bilden wir die Zeit der Varus-Legionäre. Da also die Zeit, als die Legionäre des Varus sich hier in diesem Gelände aufgehalten haben, haben versucht, dieses Gelände für das Römische Reich zu erkunden und zu erobern. Und wir kennen alle die Geschichte von Varus, von der Varus-Schlacht, dass die letztendlich da gescheitert sind und zu Tode gekommen sind. Und wir versuchen das jetzt so ein bisschen optisch darzustellen, indem wir ein Feldlager eingerichtet haben, ein Marschlager, so wie die Legionäre das damals auch hatten, mit historischem Kochgeschirr, mit historischen Waffen, mit historischer Rüstung, um das möglichst authentisch den Leuten herüberzubringen, wie man sich das damals vorstellen musste, wenn Legionäre sich so weit von ihrem römischen Stammland wegbewegen und in historisches Feindesland hineinkommen, wie die damals gelebt haben und wie die gewirkt haben. Und das ist so unser Ansinnen. Und vor! Also wir sind hier am Beginn des 11. Jahrhunderts und sind im Prinzip die Leibwache, der sogenannte Personenschutz des neuen Bischofs, der eingesetzt worden ist, jetzt am Wochenende vom König. Und wir sind dafür da, dass der Bischof natürlich hier seinen neuen Posten gründlich antreten kann und auch geschützt wird. Und wir stellen halt eine militärische Einheit zu Beginn des 11. Jahrhunderts dar. Das sieht man auch sehr schön an der Ausrüstung, an der Kleidung. Und haben halt ein kleines Lager aufgebaut mit Pergament, mit auch ein bisschen was zum Schreiben, dass man halt Urkunden erstellen kann und so weiter. Ich habe die Kampffähigkeit meiner Truppen geprüft. Meine Investitur war ja gerade eben, das heißt, habe gerade meine Weihe zum Bischof erhalten von König Heinrich II. Und habe diese Männer halt von Bischof Ramwart, meinem Vorgänger, Gott hab ihn selig, erhalten. Nun muss ich mir angucken, ob die auch in der Lage sind, den Frieden im Land aufrechtzuerhalten. Insbesondere gegen halt oder um sich bekriegende Kleinadlige auseinanderzuhalten und Dörfer, Anwesen zu schützen. Tja, und mein Ruhe in meinem Machtbereich herzustellen. Ja.
Wir beschreiben im Moment das Jahr 1002 und hier haben wir den Bischof Dietrich II. Von Minden, der seine Truppen trainiert. Der Bischof Dietrich II. Ist investiert worden, Investitur. Später wird das mal zum großen Thema, Canossa und so weiter, Investiturstreit. Bis zum Jahr 1075 liegt das noch in der Hand der Könige und Kaiser des Römischen Reiches, die Investitur von Bischöfen, also die Einkleidung, die Amtseinsetzung quasi von Bischöfen. Jetzt sind wir hier in Minden, um, wie gesagt, die Weserüberweg sichern zu lassen durch den Bischof von Minden, weil wir haben Geschäfte im Osten zu erledigen. Das ist es. Ich wiege ungefähr 25 Kilo. Wir repräsentieren die Germanen im ersten Jahrhundert, also Varusschlachtzeitlich, und versuchen halt diese Darstellung so authentisch wie möglich hinzukriegen. Das gelingt uns auch, glaube ich, ganz gut. Und wir orientieren uns in unserer Ausrüstung an Funden aus Museen, die wir dann in mühseliger Kleinarbeit herstellen mit hohem finanziellen Aufwand und hohem zeitlichen Aufwand. Und das, was wir nicht selber machen können, machen uns Handwerker, die das können. Und das sind halt alles Einzelstücke, die wir tragen. Es ist also nichts von der Stange oder aus irgendwelchen Internet-Shops oder sonst was. Also es ist alles Handarbeit und alles sind Unikate, die wir hier zur Schau stellen. Wir haben also Zelte aufgestellt, wir haben hier eine Tafel, wo wir essen und haben eine Feuerstelle mit einem auch originalgetreuen Kessel, der übrigens aus Hamburg, aus dem Gräberfeld Hamburg-Putensen stammt. Und ich glaube, wir sind auch die Germanengruppe, die einzige Germanengruppe, die über so einen Kessel verfügt, weil der ist nicht ganz einfach herzustellen. Ne? Der muss wirklich aus einem Stück Bronzeblech getrieben werden und wird dann mit einem oberen Eisenrand vernietet und innen verzinnt. Und habe ich bei so einer Museumsveranstaltung wie dieser oder so auch noch nie gesehen. Also wir repräsentieren 1280, also Mittelalter. Dieses hier ist auch ein Geschoss oder eine Maschine, die 1212 in Deutschland das erste Mal erwähnt ist und bis ca. 15. Jahrhundert verwendet wurde. Dann wurde sie von den Kanonen wurde sie dann abgelöst. Die interessieren sich sehr. Es ist auch so, dass ich sehr viel die Kinder einbeziehe. Die kennen diese Maschine nicht unbedingt, aber sehr viel auch als Videospielen. Die sagen, ein Katapult. Ja. Ne? Auch wirklich die Menschen sehr interessiert, haben das aber auch meistens noch nicht so gesehen, obwohl es auch in Europa ein paar Originale gibt, Nachbauten logischerweise, aber in Originalgröße. Das ist ein Hobby von mir. Ich habe das auf dem großen Markt mal gesehen und gleich gesagt, das will ich auch machen. Und es ist irgendwie dabei geblieben.